Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Splatoon im Heldenmodus. Leute, beim letzten Mal sind wir im zweiten Gebiet angekommen und haben uns das schon mal so ein bisschen angeschaut. Ne? Wir haben auch schon alle Level hier freigeschaltet. Das heißt, wir müssen die nur noch abklappern. Und ich würde sagen, heute geht's in Level 5 weiter. Ich glaube, das ist das hier drüben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jawohl. Level 5, Schwamm drüber. Ja, das ist unsere nächste Mission. Und ja, ich hoffe, die können wir gut meistern. Und wenn nicht, dann, ja, dann Schwamm drüber, Leute. Keine Ahnung. Mir fällt doch auch nichts ein. Oh Mann, ey. Ja, Leute. Ich würde sagen, let's go. Oh, hier haben wir jetzt zum allerersten Mal blaue Farbe. Ich glaube, das hatten wir bisher auch noch nicht. Interessant. Ja, blaue Farbe ist auch schön, ne? Ist auch schön. Ah, und deshalb Schwamm drüber. Hier gibt es wieder diese Schwämme. Ja, die kenne ich auch schon aus Splatoon 2. Es ist komisch, ne? Es ist komisch, erst Splatoon 2 zu spielen. Vor allem halt in Bezug auf den Heldenmodus. Und dann Splatoon 1. Aber naja, so ist es halt, ne? So ist es halt. Aber, ja, auch schön, dass es die Schwämme sowohl in Teil 1 als auch in Teil 2 gibt. Weil die finde ich schon sehr, sehr cool. Also ich mag die Schwämme echt gerne. Die, ja, die sind cool irgendwie, ne? Ich weiß nicht, so draufballern und dann saugen die ganze Farbe auf und werden größer. Ich finde, das hat irgendwas, ne? Ich finde das irgendwie cool. Ich meine, ja, im Endeffekt, so beim Badeschwamm oder so, ist es ja auch nichts anderes, ne? Also ja, dann saugt es halt keine Farbe auf, sondern halt Wasser. Und ja, funktioniert ja genauso mit der Farbe hier natürlich, ne? Ja, auch unlogisch, wenn nicht. Ah, jetzt haben wir hier wieder die besoffenen Gegner. die so rumkugeln, wie rumkugeln. Und dann, wenn ich die abhöller, dann sind die so voll in meiner Tinte und voll so am Abkacken. Oh Mann, die sind schon funny. Auf jeden Fall. Und frisch. Frisch sind sie auch. Funny frisch quasi. Oh Gott, ey. Oh Gott. Ach ja, Schwämme schrumpfen, wenn ein Gegner sie angreift. Ja, das ist mir auch klar, ne? Das ist mir auch klar. Wenn die, ja, wenn die feindliche Farbe drauf kommt, dann schrumpft das Ganze. Ja, obwohl eigentlich ist es nicht so logisch, ne? Oh, hier haben wir eine Glasfläche. Deshalb kann ich das nicht einfärben. Wegen dem Glasboden hier. Oh, ich muss dich töten, oder? Wahrscheinlich schon. Hier, versink mal in meiner Tinte. Ja, voll besoffen. Und Sprungfeld aktiviert. Jawohl. Na schön. Ich finde immer noch, ne, dass es hier im ersten Splatoon-Teil, dass es zu viele Checkpoints gibt. Aber naja. Sei es drum auf jeden Fall. Oh, ich habe auch wieder wenig Farbe. Gut, dass ich mich da wieder aufgeladen habe. Oh, und der Schwamm, der war jetzt schon eingefärbt, oder was? Ja, okay. Soll mir auch recht sein. Aber auch interessant, ne, mit diesen Glasflächen. Also, die kann ich dann nicht einfärben. Weil, keine Ahnung, die sind zu glatt oder so. Ich meine, es ist irgendwo eine Erklärung. Aber irgendwo ist es trotzdem unlogisch. Aber man darf sich hinterfragen bei Videospiellogik. Oh je, das ist jetzt aber gefährlich hier, ne? Schwämme schweben in der Luft und werden hier von den Gegnern angegriffen. Heißt, die können auch wieder schrumpfen dann dadurch, ne? Beziehungsweise dürften die allgemein nach einer bestimmten Zeit wieder schrumpfen, ne? Deshalb muss ich hier vorsichtig sein. Oh je, Leute, oh je. Ich glaube, ich springe schon direkt hier rüber, bevor ich den besiege. Weil dann kann ich hier hochklettern, ne? Hier oben dürfte er mich ja nicht treffen können. Dann kann ich dich von hier abbüllern, jawohl. Das nennt man Strategie, Leute. Das nennt man Strategie, habe ich gehört. Ja, man muss ein bisschen überlegen, ne? Aber das gefällt mir. Oh, und hier haben wir jetzt wieder so eine große Kanone. Auch cool. Ah, hier kann ich ja eigentlich die Schwämme einfach abschießen, oder nicht? Ja, dann werden die Gegner einfach auch direkt weggeboxt. Ja, perfekt. Und ich habe schon direkt meine Fläche. Oh, Leute, du lebst noch. Hallo, stirb. Stirb.
Oh lol, wollen wir mal den Elektrowelt so abböllern? Ja komm, warum nicht? Why not? Jawohl, jetzt ist er frei. So, ich hoffe, die Schwämme halten noch durch, dass ich hier rüber kann. Aber scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Ohne größere Probleme. Jawohl, Leute. Und ich würde sagen, das Level, das haben wir sehr gut geschafft, auf jeden Fall. Das haben wir sehr gut geschafft. Also heute zocken wir auf jeden Fall noch ein zweites Level. Ich muss nur gucken, wo das ist, ne? Weil die sind ja nicht wie im ersten Gebiet. Sind die Level nicht ganz linear angeordnet, ne? Sondern ein bisschen wilder verstreut. Ich meine, ist ja auch okay, ne? Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber müssen wir mal gucken. Könnte das hier eventuell Level 6 sein? Schauen wir mal. Jawohl, Level 6. Von Tinte verweht. Ah ja, okay. Das klingt auch interessant auf jeden Fall. Schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Würde ich auf jeden Fall sagen. So. Gucken wir mal. Und nice, wieder mit grüner Farbe. Ich habe so das Gefühl, das ist die häufigste Farbe in diesem Spiel. Aber das lasse ich mir auf jeden Fall gefallen, würde ich sagen. Das lasse ich mir gefallen, weil grün, beste Farbe. Beste Farbe. Oh je. Was haben wir hier wieder? Oh lol, ich dachte gerade ernsthaft, das hier wäre wieder so eine Fontäne. Ich habe das ja mal ultimativ verwechselt. Ich dachte, hier wäre wieder eine Fontäne drin. Oh lol. Alter, die sind ja gefährlich. What the fuck? Holy shit, ich sterbe schon am Anfang vom Level. Also so früh bin ich, glaube ich, noch nie. Das hängt alles von dir ab, Nummer 3. Ja, ach nee, das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar. Aber dann, boah, dann muss ich hier ja abhauen. Nee, aber das war nicht, also das war jetzt nicht irgendwie so eine Fontäne, sondern es war einfach der Zaun. Ja, kann man verwechseln? Muss man aber nicht. Ah ja, und deshalb von Tinte verweht, weil hier haben wir auch wieder diese Propeller. Die bringen mich dann, ja, in dem Fall nach oben. Aber diese Plattform, die können mich auch manchmal zur Seite bringen oder irgendwo hin. Ja, genau. Diese Propeller-Plattformen. Genau. Da müssen wir einfach den Propeller dann immer als Antrieb nutzen, quasi. Um nach oben zu kommen. Jawohl. Und man kommt ziemlich weit nach oben, ne? Heißt, ich kann von hier auch chillig die Gegner besiegen, ohne dass sie mir was tun können. Großartig. Kann ich dich von hier treffen? Nee. Ich kann dich von hier nicht treffen. Aber hier muss ich ja anscheinend mal nicht alle Gegner besiegen. Hatten wir ja bisher sehr, sehr oft in den Leveln, ne? Dass wir für das... Oh lol, als ob sich der Checkpoint nicht aktiviert. Hatten wir ja bisher sehr oft, ne? Dass wir irgendwie Gegner besiegen mussten, um auf die nächste Insel des Levels zu kommen, nehme ich jetzt einfach mal, ne? Um das Sprungfeld zu aktivieren. Aber das hier hat jetzt anscheinend nicht so, ja, nicht so viele verschiedene Inseln, sondern es ist hier jetzt anscheinend mal eine große Insel, wenn man so möchte. Also wenn man es Inseln nennen kann, beziehungsweise jetzt springen wir hier rüber, jawohl. Und was ist hier? Hier haben wir einfach solche, boah, solche, keine Ahnung, so Öl oder so? Oder ist das nur Wasser? Und das sieht... Ja, okay, ist einfach nur Wasser. Das sieht halt wegen dem Boden. Ne? Wegen dem Boden. Sieht das halt so... Ja, gräulich-schwarz aus bisschen. Aber okay, es ist tatsächlich nur Wasser. Das, ja... Macht nichts, wollte ich sagen. Aber stimmt ja nicht, weil wir als Inkling vertragen ja kein Wasser anscheinend. Das ist, ja, anscheinend gefährlich. Aber Farbe geht. Und was ist mit Wasserfarben? Geht dann auch nicht, oder was? Oh Mann. Ah, Wasserfarben. Das waren noch Zeiten, Leute. Das waren noch Zeiten früher mit Wasserfarben in der Schule. Ah, ich hab's gehasst. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ich weiß nicht. Das war immer so blöd mit dem Vermischen und so. Uiuiui, stressig. Stressig.
Nee, gab Schlimmeres auf jeden Fall. Es gab Schlimmeres im Kunstunterricht. Aber es gab auch, auch Schöneres. Möchte ich an der Stelle mal meinen. Ich weiß nicht, Leute, was haltet ihr vom Kunstunterricht? Habt ihr das gemocht früher oder nicht so? Ich hab's teilweise gemocht, ne? Teilweise. Kam halt immer drauf an, was man gemacht hat irgendwie, ne? So manche Sachen waren halt scheiße und manche halt nicht. Kann ich dich von hier schon treffen? Nee, kann ich nicht. Oh, ich weiß noch, ich hatte mal eine Lehrerin. Oh je. Die hat mich auch immer schlechter bewertet, aus Prinzip. Die hat mich immer schlechter bewertet als die anderen. Da haben einfach andere haben so übelste Scheißbilder immer abgeliefert. No front an der Stelle. Und ich, ja, ich habe jetzt nicht die schönsten Bilder abgeliefert, möchte ich nicht sagen. Ne? Ich bin kein Künstler und habe auch keine 16 Enkelkinder. Aber ich habe definitiv auch deutlich bessere Bilder gemacht als viele anderen. Aber diese eine BK-Lehrerin, also bildende Kunstlehrerin, ne? BK bildende Kunst, weiß ich nicht, ob es die Abkürzung überall gibt. Die hat mich aus Prinzip immer schlechter bewertet. Das war auch immer sehr schön, muss ich sagen. Oh Mann. Ja. Kunstlehrer halt, ne? Man kennt sie. Man kennt sie. Ha, schön. Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, heute hatten wir zwei sehr geile Level. Auch von der Länge her, ne? Sehr angenehm. Mit coolen Features. Wir hatten hier das Schwamm-Level und dieses Propeller-Level. Beide Level waren sehr cool. Also bisher gefällt mir der Splatoon Heldenmodus, der Splatoon 1 Heldenmodus, wie auch immer. Gefällt mir sehr gut, muss ich schon sagen. Leute, ich hoffe, euch gefällt es genauso. Und deshalb würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Und ansonsten danke ich mal wieder fürs Zuschauen. Und tschüss.